habe gedacht, ich nehme euch mal so ein bisschen mit jetzt hier nach Kassel. Ich bin ja mit einigen Mädels nach Kassel gereist. Wir wollen zum Wollfestival Kassel, das morgen ist. Heute ist Freitag. Und ja, heute war dann schon so die Anfahrt. Ich habe während der Fahrt versucht, so ein paar Fotos zu machen und Videos. Aber das ist alles sehr chaotisch gewesen. Also irgendwie lag das alles so auf dem dunklen Stern dieses Wochenende. Ich hatte schon Angst, dass ich nicht kommen kann, weil erst ging das los mit Halsschmerzen, dann hatte ich Zahnschmerzen, die habe ich auch immer noch. Die sind wahrscheinlich nach Kassel wieder weg. In Köln war das nämlich genauso. Und dann sagte mir die Tagesmutter gestern, dass heute keine Betreuung ist, was auch schon länger feststand. Ich hatte es nicht auf dem Zettel. Ach, zum Glück konnte der Mann Urlaub nehmen, dass er auf den Kleinen aufpassen kann. Und dann ist heute Morgen auch noch ein Anschlusszug ausgefallen. Und das habe ich noch nie gehabt. Und dann über die App. Ich war völlig überfordert. Oh Gott, aber es hat irgendwie geklappt. Und das war sogar recht entspannt dann. Genau. So, jetzt sind wir in... Es ist jetzt schon abends inzwischen. Also wir sind jetzt heute Mittag, sind wir in Kassel angekommen. Anja von Anli und Sharon von Kleinigkeiten Liebe und Anna von Anna Strickt. Wir sind auch alle im Best-Wester. Und genau, ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt alle mal, zeige euch einfach mal mein Zimmer. Das ist sehr cool, denn ich habe eigentlich ein Einzelzimmer gebucht. Und dann komme ich hier rein und denke, boah, so voll die Halle, das ist voll riesig und total weitläufig, große Fenster. Ich meine, gut, das ist direkt am Bahnhof, aber meine Güte, ne, kommt man wieder gut nach Hause. Und genau, und ein Doppelbettzimmer, richtig gut. Ich zeige euch mal das Zimmer, ich führe euch mal kurz ein bisschen durch, einen Moment. So, also wir gehen mal zum Anfang, also hier ist so die Tür, hier ist dann so Regal und sowas. So ein paar Goodies, die hat man wahrscheinlich immer irgendwie, ne? Badelatschen, da habe ich meine eigene mit. So, und dann kommt man hier so ins Zimmer rein. Na, es ist schon recht geläufig hier. Wieso bin ich? Hallo. Spiegel zum hübsch machen. Und jetzt kommt so mein Highlight, hier so das Badezimmer. Eine Badewanne. Oh, wir haben ja nur eine Dusche, das ist ein Traum. Ich war eben extra noch im DM. Ich habe mir jetzt nämlich Badesalze gekauft, also ich werde gleich baden gehen. Yay! Das erste Mal seit 8 Jahren wieder richtig schön baden. Sonst halt immer nur duschen. Genau, und hier ist so, ja, Toilette muss man nicht sehen, aber blub, genau. Auch ein Föhn und so, finde ich halt auch ganz cool. Also ein recht großes Badezimmer auch. Also nicht eins, wo man nur sich um sich selbst dreht und dann stößt man irgendwo gegen, sondern man hat richtig Platz. Genau. Na, dann ist hier nochmal so die Ablage für den Koffer, Schreibtisch. Und was ich halt sehr schön finde, ist so diese... recht große Fensterfront, Wand, Dings. Da ist der Fernseher dazwischen, dann hier halt das Bett. Da werde ich mich gleich schon einkuscheln und dann werde ich noch ein bisschen stricken und ein bisschen Podcast gucken oder Serie oder mal gucken. Wenn man hier rausguckt, na, ist halt gut. Es ist halt jetzt hier nicht Natur, ne? Wir sind hier am Bahnhof, da ist der Bahnhof direkt. So, was aber sehr praktisch ist, können wir am Sonntag halt direkt drüber laufen. Das sind wirklich nur 2-3 Minuten Fußweg. Genau. Zack. So, genau. Und hier habe ich so meine Strickprojekte. Hier habe ich drinne, das habe ich während der Fahrt schon ein bisschen gestrickt. In meiner Stavanger. Hier habe ich das Testhäkeln für Paula Strick drinne. Kann ich euch alles mal ein bisschen zeigen hier, ne? Hier in meinem WC-Garnbeutel. Schwupp. Da sind Socken drin, Socken. Die Wolle von Heike, Mondlichtgarne. Aber ich finde, das wird echt hübsch. Das hätte ich erst gar nicht gedacht. Ich meine, gut, das wildert ein bisschen. Ich habe es euch im Podcast ja schon gezeigt, ne? Trotzdem wird es irgendwie hübsch. Ja, na, die will ich fertig stricken auf jeden Fall. Aber ich hoffe ja, das hier finde ich auch hübsch an der Hacke. Fersen, an der Ferse. Und hier habe ich drinne. Schwupp, kriege ich das mit einer Hand auf, ich hoffe. Ups, ich mache mal einmal hier. So, genau, hier habe ich heute ein bisschen unterwegs weiter gestrickt. Das wird ja die Annie Blues Decay fürs Äffchen. Da bin ich jetzt kurz vom Muster. Na, das stricke ich ja hier zweifädig. Genau, und ja, da ist jetzt hier... muss ich jetzt, glaube ich, noch so 3-4 cm, dann kommt das Muster. Und dann kann ich auch schon die Ärmel machen. Und dann kann die Annie Blues, die dicke Version, also die, ja, weiß ich noch nicht, ob es denn die Annie Blues
einfach nur Kids wird oder Chunky oder Decay, ich weiß es noch nicht, auf jeden Fall ist es halt dann nicht mehr eine Abmarschprobe von 28, sondern von 19 und das ist für viele vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen einfacher. Genau. So, ich weiß noch nicht, womit ich gleich weiter stricke. Das ist dann wieder so, wie ich Bock habe. Und ich hoffe ja ein bisschen, ich drehe euch mal wieder um. Ups, Moment, so. Da bin ich wieder. Und ich hoffe ja, dass ich morgen schon so ein bisschen, ja, so Garn finde, vielleicht so einen schönen Strang für mein neues Sockendesign. Ich bin ja, wie gesagt, im Moment bin ich im Flow, bin ich im Sockenflow. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Ich hoffe, das hält länger an, weil dann kann ich vielleicht auch endlich mal Socken tragen, die ich wirklich selber gestrickt habe und nicht immer die, welche die andere für mich stricken. Ja, kann meine Sockenspanner endlich mal ordentlich benutzen und vor allen Dingen meine, ich habe ja so viel Sockenwolle, handgefärbte Industrielle, dann kann ich die endlich mal verstricken. Ist auch total clever, dann neue zu kaufen. Ne? Aber wenn ich schon in Kassel bin beim Wollfestival, dann will ich auch was einkaufen. So, genau. Und genau, und heute ist ja auch das Release vom Lisandity und ich freue mich so sehr, dass das, ach, ich wipp hier, ne? Merkt ihr das? Das mache ich immer. Das sagt dann mein Männer auch immer, ich muss aufs Klo. Nee, das ist irgendwie düt. Das ist so hängen geblieben, ne? So, wenn man so ein Baby auf dem Arm hat, irgendwie habe ich immer, ja. Oder jetzt immer noch, also wenn ich ein kleiner Mann, aber ich wippe immer, ne? Das ist so drin, naja. Genau, und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass das Lisandity so gut bei euch ankommt und dass ihr das, ja, das ist, ich bin ganz gespannt. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn ihr das strickt und ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen teilen werdet mit mir und ja, bin ich ganz gespannt, welche Farben ihr wählen werdet und welche Wollen und wie das Muster denn auch bei den unterschiedlichen Garnen rauskommt. Ich bin echt richtig gespannt und ja, freue mich ganz, ganz doll. Herzlichen Dank an euch alle, dass ihr mich so unterstützt. Genau, so. Jetzt mache ich erstmal Schluss, weil jetzt will ich baden, ich will baden. Oh, das ist so Wellness, ich freue mich richtig. Da freue ich mich die ganze Zeit drauf. Wie gesagt, ich habe mir extra Badesalz gekauft, das kann ich euch mal zeigen nochmal. Muss ich nochmal ins Badezimmer rein hier. Schwupp. Ich will nämlich hier zwei verschiedene, ich habe euch extra noch beim DM. Da. Falsch rum. Das ist einmal hier Entspannung, innere Ruhe und Balance brauche ich. Melisse, Jasmin, Bergamotten. Bergamottenöl. Und Traumzeit ist mit Lavendel und Vanilleextrakt. Beides schön. Ja? Ja, drehe ich auch wieder um. Gehe ich wieder raus. So, dann mache ich mir hier gleich nämlich mal, ups, mache ich mir gleich mal Wasser an. Und ja, gehe ich schon mal. Ich freue mich. Und man freut sich über Kleinigkeiten. Ne? Also wenn man eine Badewanne immer hat, dann weiß man das vielleicht nicht so sehr zu schätzen. Also ich weiß ja, ich hatte ja jahrelang auch eine Badewanne und dann war die halt da. Aber so wenn man die ganze Zeit keine hat und nur duschen kann, da freut man sich echt über eine Badewanne. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin total glücklich gerade. Und ja, egal. Naja, auf jeden Fall. Ja, und dann werde ich halt gleich noch ein bisschen stricken in diesem gemütlichen Bereich. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich mir ja übers Handy was auf den Fernseher schmeißen oder ich muss dann halt übers Tablet gucken, da muss ich mal schauen. Aber ich werde mir gleich noch was Schönes angucken und ganz gemütlich den Abend ausklingen lassen und dann mal gucken, was ich euch morgen so ein bisschen mitnehme dann übers Wollfestival und ja, schauen wir mal. Ich habe es mir vorgenommen, ob ich es mache, ich hoffe, ich vergesse es nicht. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann, ja, melde ich mich wieder. Guten Morgen. So, das war die erste Nacht jetzt in Kassel. Hier. So, es ist jetzt 10 vor 7, ich war aber schon um 5:30 wach, so die innere Uhr, ne? Und natürlich, dieses Hotel ist ja halt direkt am Bahnhof, was super praktisch ist, aber natürlich auch extrem laut, somit, weil der Zopp ist natürlich direkt vor der Tür und der Bahnhof auch. Und ich habe gestern Abend, die haben hier extra Oropax liegen, ne, und ich kann nicht so mit geschlossenem Fenster schlafen. Das heißt, ich muss das schon aufmachen. Und gestern Nacht, das eigentlich hat mich der Krach überhaupt nicht gestört, weil wir wohnen ja nun auch in der Stadt, direkt an der, also schon in der Sackgasse, aber bei uns ist halt schon viel los immer, ne, durch den Fußballplatz nebenan. Und so. Also ich bin Krach schon gewohnt und das hat mich überhaupt nicht gestört. Und ich habe die Gardinen aber nicht wirklich zugezogen, ne, also diese Verdunkelungsgardinen. Also ich habe den Krach heute Nacht schon wahrgenommen, aber eigentlich doch, war ich der Meinung, relativ gut geschlafen, aber heute Morgen ist mir dann die Sonne so ins Gesicht, also wirklich so da, wo ich schlief, voll raufgeknallt. Ich so, oh, ich dachte nicht jetzt. Und dann habe ich gedacht, ich habe verschlafen und dann war es aber erst 5:30. Ich so, oh, ups. Naja, heute Nacht werde ich dann die Verdunklungsgardinen zuziehen, wenn das geht. Ich hoffe, das geht. Sind die dafür ausgelegt? Nicht, dass das nur Deko ist? Nee, kann man zuziehen. Gut, das werde ich dann heute Nacht auch machen. Man lernt ja draus, ne?
Nee, aber ansonsten, ja. Nee, gestern waren wir halt noch ein bisschen in Kassel. Das habe ich gestern gar nicht mehr erzählt. Wir waren noch Kuchen essen und schön Kaffee getrunken und dann abends noch in Osteria Pizza essen. Die war riesig, die habe ich natürlich nicht geschafft. Aber ich mag halt den Rest. Das war, da war halt echt eine halbe Pizza über, ne? Und da habe ich gedacht, das mag ich jetzt auch nicht einfach zurückgeben. Und ich werde es heute nicht mehr essen. Ich werde es auch am nächsten Tag nicht essen, weil wir wollen ja heute auch wieder essen gehen. Ich habe es mir dann einpacken lassen, weil ich habe halt auf dem Hinweg gesehen, dass da auch ein paar Obdachlose halt auch gesessen haben. Irgendwo an allen Ecken und Bahnhof ja sowieso. Und da habe ich gedacht, naja gut, vielleicht möchte einfach einer von denen das haben. Ne? Und dann hat das wenigstens, wird es dann noch aufgegessen. So, ne? Und genau, da habe ich auch einen. Ups, das hängt hier fest. Relativ schnell lag da auch einer irgendwie an der Bushaltestelle und der war auch, glaube ich, ganz schön betrunken. Aber der hat sich gefreut. Also da habe ich mich dann auch gefreut, der hat sich gefreut und der hat sie auch direkt gegessen und dann hat das alles seinen guten Zweck gehabt, ne? Würde ich mal sagen. Genau. Und ja, dann sind wir gestern Abend relativ früh nach Hause und dann, ja, ich habe gebadet, habe ich euch ja gestern noch erzählt, ne? Genau, habe ich gebadet und dann abends noch ein bisschen gestrickt. Und dann, Entschuldigung. Ich dachte, ich bin ganz schön müde. So, genau, dann hatten wir gestern Abend noch so ein bisschen eine Tortur, dass wir noch eine zahnärztliche Notklinik mussten mit meiner Freundin und ja, war ein bisschen doof. Ich hoffe, ihr geht es heute Morgen besser, weil da geschrieben, geht ihr nicht besser. Die muss jetzt nach Hause fahren, leider. Das finde ich total schade, aber lieber so, als in einer fremden Stadt mit irgendwie Schmerzen, die nicht auszuhalten sind. Ne? Also das ist ja sowieso schon ätzend. Und wenn du dann nicht mal zu Hause bist, ist halt richtig doof. Ne? Von daher fährt ihr heute nach Hause und das kann ich auch verstehen. Dann hoffe ich mal, dass das schnell in den Griff kriegt und dann schauen wir mal. Eine weitere Teststrickerin hat leider auch abgesagt, weil sie flach liegt. Das ist super ärgerlich und super schade. Und, aber naja, Gesundheit geht davor, hat keiner was von. Ne? Und die Leute selber schon mal gar nicht. Also von daher, genau. Nee, und jetzt werde ich hier noch ein bisschen an meinem, gestern bin ich da relativ weit noch gekommen. Ich habe mit dem Mustersatz angefangen, schon hier. Ich habe mir bin ich mit dem Mustersatz schon angefangen. Mal sehen, vielleicht kriege ich das jetzt vorhin fertig, weil wie gesagt, die Maschenprobe ist ja nun nicht riesig, ne? Ja, ich habe jetzt noch 7, wir treffen uns um 8:30 zum Frühstück, 1,5 Stunden, die ich noch stricken kann. Wobei ich werde wahrscheinlich schon zu 8 runtergehen zum Frühstücken. Aber ja, dass ich schon mal Kaffee trinken kann oder so. Nämlich mein Strickzeug mit runter, ist ja nicht so wild. Und dann, ich weiß gar nicht, wann geht denn das los, das Festival? Um 9 oder um 10? Da müsste ich auch noch mal gucken. Da fahren wir nachher hin. Und da bin ich schon richtig gespannt. Also da sind ja auch echt ein paar Aussteller, wo ich die Wolle schon kenne, aber eben auch ganz, ganz viele, die ich noch gar nicht kenne. Von daher wird das echt richtig, richtig spannend. Und ich glaube, das ist sogar 3 Stockwerke sogar, ne? Kann das sein? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, 2 oder 3 Stockwerke. Also es wird ja schon recht groß irgendwie, ne? Ja. Mal gucken. Ich bin echt sehr gespannt, auch wie das Wetter mitspielt, weil ich habe natürlich heute mein Lisandetti an. Da freue ich mich natürlich sehr. Und mein selbstgenähter Rock. Oh. Ist jetzt dunkel, ne, weil die Sonne hier so reinscheint. Ja, sieht man jetzt nicht, ne? Ich mache nochmal ein Foto. Bums. Ja, ich mache nochmal ein Foto. Und dann zeige ich euch das mal. Und das werde ich dann heute auf dem Festival anhaben. Habe ich ja dann extra Donnerstag fertig genäht, ne? Also von daher, genau. Ja, und dann werde ich mal gucken, dass ich ein bisschen filmen kann am Festival. Und ich müsste mitnehmen können. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Weil in Köln war das ja auch so eine Reizüberflutung, da habe ich es dann vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt. Naja, ich werde mir jetzt nochmal irgendwie was anmachen und noch ein bisschen stricken, ganz entspannt und dann frühstücken gehen und dann geht's nachher los. Dann, wir sehen uns. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do.
that you were saving, that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Ich wollte mich gestern Abend eigentlich schon längst gemeldet haben, aber ich bin gestern so tot ins Bett gefallen. Also der Tag gestern auf dem Festival war da, es war so viel los, es war so voll. Und ich wurde richtig viel erkannt, richtig oft, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also habe ich mich natürlich auch viel unterhalten und so. Das war super, super schön, auch einfach mal so die Gesichter zu sehen, wen ich die ganze Zeit was erzähle immer, ne? Also es war richtig toll und so viel Wolle und also irre. Es waren auch so viele Eindrücke und dann waren wir abends halt noch essen mit ein paar Mädels und dann wollten wir eigentlich noch Eis essen und das habe ich dann ja auch schon wieder völlig vergessen. Und dann wollte ich eigentlich richtig schön hier abends im Bett noch stricken und Podcast gucken und dann sind wir, ich lag um neun habe ich mich ins Bett gelegt oder gesetzt, um dann zu stricken und habe dann angefangen,
Also mein Bündchen angeschlagen, das habe ich heute Morgen wieder aufgetrennt, weil ich dabei wahrscheinlich eingeschlafen bin oder was, ich weiß es nicht. Aber was ich da für einen Humbug gemacht habe, ich weiß es nicht. Also da ist irgendein Mist bei rausgekommen. Also das war auf jeden Fall kein Bündchen. Also ganz, ganz kurios sah das aus. Ich habe noch versucht, das heute Morgen zu richten und dann dachte ich, ach komm, ich mache es nochmal auf und habe es dann jetzt eben nochmal neu angestrickt. Es ist nämlich jetzt auch erst 7:30. Ich sitze hier aber schon seit 6:30. Oh, vorher schon geduscht. Also seit 5:30 oder so bin ich wach. Genau, und ja, und heute geht es ja nochmal aufs Wollfestival. Und genau, und dann gucken wir uns das Ganze da nochmal an. Ich habe dann auch gestern tatsächlich noch ein bisschen geshoppt, habe mich aber lange zurückgehalten, aber so ein bisschen schwach geworden bin ich dann doch. Aber sonst hätte ich ja heute theoretisch auch schon nach Hause fahren können, ne? Ich habe kein Geld mehr gehabt. Also von daher, ja, aber heute werde ich definitiv, also wie gesagt, bei Steffi werde ich mir noch was von der Summer Baby Decay holen. Es sei denn, da ist nichts mehr da. Mal gucken, ob ihr mir was übergelassen habt. Weil ich konnte mich gestern für keine Farbe entscheiden. Ne? Ich stand da wieder, bin so geflasht von ihren Farben immer. Und dann denke ich mir, oh, welche nimmst du denn jetzt? Welche nimmst du jetzt? Und ich lande eigentlich immer so bei den Farbtönen, die ähnlich aussehen wie das, was ich schon habe. Was ja eigentlich dumm ist. Ne? Eigentlich müsste ich ja mal was anderes machen. Aber ich mag das einfach so. Und von daher, ach, ich muss mal gucken. Ich werde heute noch mal gucken, was sie noch da hat und ob da was bei ist für mich. Und dann werde ich mir das nochmal kaufen. Und dann möchte ich heute eventuell doch nochmal bei Semmelin Dyeworks gucken. Da habe ich zwar noch Garne zu Hause, aber auch das sind halt so mehr so gespeckelte. Da wollte ich nochmal gucken, ob ich da einen schönen Uni-Strang finde. Dann bei, wo wollte ich nochmal hin? Was war denn das noch? Ich kann mal überlegen. Bei Elke gucke ich auch nochmal vorbei. Vielleicht haben die was Neues rausgepackt. Ich muss mal gucken. Was hatte ich mir da noch rausgesucht? Also zwei, drei Stände waren da, wo ich auf jeden Fall... Achso, Madame Benoit wollte ich nochmal gucken. Die hatte gestern auch richtig schöne Sachen da hängen. Und da habe ich mir auch schon so ein bisschen was ausgeguckt. Und ich beschränke mich ja, außer bei Steffi beschränke ich mich momentan wirklich auf Sockengarn, weil das eben so jetzt ich nebenbei gerne so ein bisschen machen möchte. Wie gesagt, ich will den Flow mitnehmen, ne? Solange das anhält. Und vielleicht kommen da zwei, drei schöne Socken-Designs bei raus. Da muss ich mal gucken. Nur brauche ich dann halt mehr einfarbige Sockengarne, ne? Und nicht so diese bunten. Die bunten eignen sich ja doch immer mehr für Stinos. Wobei ich auch da immer schon überlegen bin, einfach mal ein bisschen rumzutesten und vielleicht finde ich irgendwie mal ein Muster, dass man eben stricken kann, das nicht ganz so untergeht oder eben, dass die Färbung unterstützt oder so, weil ich finde halt nur glatt rechts, finde ich halt für mich, ich muss immer ein bisschen Abwechslung drin haben, aber wenn man Abwechslung strickt, will man natürlich auch, dass man das sieht und deswegen, ich muss mal gucken, ich werde ein bisschen rumprobieren, vielleicht finde ich ja irgendwann, habe ich irgendwann eine Idee, wie man halt die Färbung so ein bisschen unterstützt und trotzdem ein bisschen Muster stricken kann, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Vielleicht ist das auch unmöglich, man weiß es nicht, ne? Genau, und da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr einfarbiges Sockengarn mir holen, in unterschiedlichen Farben, aber irgendwie lande ich natürlich trotzdem immer wieder im Heimschema, ne? Ist halt so. ja, genau. Und heute sind wir dann aber nur wahrscheinlich bis mittags da, weil mein Zug, wenn der nicht ausfällt oder irgendwas passiert, dann fährt der 3:30. Müssen wir vorher noch den Koffer aus dem Hotel holen. Und dann, genau, aber vorher werden wir da nochmal ein bisschen rüber. Ich werde bei Steffi auch nochmal eine Stunde sein und da ein bisschen abhängen und Wolle kuscheln. Und genau, ja. Das Lisande-Tee kommt übrigens weiterhin sehr gut an. Ich freue mich so, dass euch das gefällt. Es ist wirklich auch auf der Messe, auf dem Wollfest aufgefallen. Also da waren dann so Leute, die kannten mich überhaupt nicht. Und so bin ich es ja eigentlich auch gewohnt. Eigentlich kennt man mich immer nicht. Also vereinzelt bin ich schon immer mal erkannt worden, auch so in Köln. Das war auch total schön, habe mich total gefreut und war ein bisschen nervös, weil das ist natürlich so, weiß so gar nicht, wie man in dem Moment damit umgehen soll. Aber trotzdem irgendwie total schön. So die Nase. Aber hier auf dem Wollfestival bin ich wirklich, also für meine Verhältnisse, wirklich richtig, richtig oft erkannt worden. Das war für mich echt so, wow, wo bin ich hier? Also ehrlich, das war Hammer, total toll. Und auch so liebe Menschen, ne? So wie lieb sie alle mit einem umgegangen sind. Und ich war dann immer ganz nervös und dann habe ich mir gedacht, oh, ich stöße jetzt keinen vom Kopf mit meiner Art, so, weil ich halt gar nicht wusste, wie ich mit der Situation. Aber die waren alle ganz lieb. Und, ja, alles gut. Da hat man sich dann gleich sicherer und wohler gefühlt und dann bin ich da auch ganz anders an die Sache rangegangen, weil irgendwie auch keiner böse auf mich war, so wie ich im ersten Moment vielleicht reagiert habe, weil ich so überfordert war mit der Situation. Ne? Aber die waren alle ganz lieb. Mich gefreut. Danke, dass ihr alle so lieb zu mir wart. Genau.
Und und das Lisanity ist dann zwischendurch von Menschen, die mich nicht kannten, erkannt worden. Und das hat mich natürlich auch super doll gefreut, weil dann habe ich ja mit diesem Design irgendwas richtig gemacht. Ne? Das war natürlich für mich auch nochmal so ein Highlight. Und Und heute gibt es dann halt mal das andere Tee zu sehen. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Ist auch schon jetzt 7:35. Jetzt treffen wir uns gleich zum Frühstück. Da wollen wir noch was frühstücken gehen und dann müssen wir auschecken. Und dann geht's wieder zur Messe. Ach, nicht zur Messe. Zum Vollfestival. Genau. Und dann bin ich mal gespannt, wer da heute noch so alles rumläuft. Ja. Achso, gestern war natürlich auch schon, weil ich gestern so viele Teststricker von mir noch getroffen habe. Und da haben wir ja, ganz viele hatten das Lisanity an. Yay! Da war richtig, ich weiß nicht, wer mir bei Insta folgt, der hat das ja wahrscheinlich schon gesehen, habe ich das schon gepostet, haben uns alle nebeneinander hingestellt und dann das Lisanity angehabt und das war so schön. Ach, das war so toll. Genau. Und kann ich euch vielleicht mal ein Foto einblenden. Und fand ich richtig, richtig schön. Mal sehen, wer da heute noch so alles rumläuft. Und Achso, ja, und der Thorsten Duhut war auch da, aber ich habe mich nicht getraut, den anzusprechen. Also, ja, warum denn nicht, warum denn nicht? Ja, das wäre ja so, als wenn ich Taylor Swift oder was weiß ich, wen da so ein Star irgendwie anspreche. Er mit seinen, keine Ahnung, er ist halt nochmal so eine ganz andere Klasse so bei den Podcastern. Ne? Er ist da so total ganz weit oben. Und dann kommt eben dazu, dass er mich wahrscheinlich eben auch nicht kennt. Ne? So, also ich kenne ihn ja so vom Gucken, er kennt mich ja nicht. Und da weiß ich nicht, wie gehst du denn da hin, weil der weiß ja in dem Moment wahrscheinlich auch nicht. Wobei, er ist es ja wahrscheinlich gewohnt. Ne? Aber das war für mich, habe ich mich nicht getraut. So. Na, so zu Elke bin ich hin, weil mit Elke habe ich auch schon geschrieben. Und da war man immer schon mal irgendwie in Kontakt. Ne? Und so mit anderen Podcastern auch. Mit denen war ich immer schon irgendwie mal in Kontakt oder mal über einen Kommentar oder... Da war immer irgendwie schon so eine Basis vorhanden. Ne? Und das war halt bei Thorsten Duhut nicht, weil der hat einfach sehr wahrscheinlich null Plan, wer ich bin. Und dann stehe ich da so vor ihm, hi, ich bin ein Fan. So, ne? Aber ja, weiß ich nicht. Ich meine, das habt ihr ja bei mir auch gemacht, aber ich bin einfach so eine ganz, ich bin ja einfach eine ganz andere Klasse, so ganz einfach weiter unten so. Ne? Und das ist so, ja, habe ich mich nicht getraut. War ich ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe ja am im November einen Workshop bei ihm und da bin ich mal gespannt. Colorwork, ne, ich, ja. Aber ich habe ja auch angefangen, Socken zu stricken, also warum soll ich Colorwork nicht auch irgendwann hinkriegen? Ne? Man weiß es nicht. Wird man sehen. Genau, auf jeden Fall, da ist das dann eine ganz andere Situation. Da kommt man dann nochmal ganz anders mit ihm ins Gespräch. Aber ich habe einfach nicht gewusst, wie ich das Gespräch anfangen soll. Also von daher ist es dann halt auch mal so ein bisschen so. Ne, würde er Wolle verkaufen, jetzt hier da auf dem Wolfest, wäre das auch nochmal ein ganz anderer Schlag. Dann hätte man eine Basis, wo man ansetzen kann. Aber so einfach war, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da bin ich ja. Das mag man mir nicht glauben, aber ich bin tatsächlich schüchtern. Ja, das, ne, bin ich. Auch wenn das im Podcast nicht immer so rüberkommt. Aber so, ja. Genau. So, dann werde ich jetzt nochmal ein paar Runden stricken hier. Und dann knurrt mein Magen auch schon. Ich bräuchte jetzt auch irgendwie mal langsam Kaffee. Und ja. Und vielleicht sehen wir uns dann noch auf dem Wollfest nachher. Und ansonsten alle, die nicht auf dem Wollfest sind, vielleicht konnte ich da euch ein paar Eindrücke so vermitteln. Und genau, ich werde mal versuchen, noch was Schönes zusammenzuschneiden. Und dann hoffe ich, dass euch das gefallen wird. So, bis dann. Say what you wanna say to me now. I wanna wait.
So, heute mal ganz ungefiltert. Naja, einen kleinen Filter werde ich drauflegen, damit ich nicht ganz so schlimm aussehe, aber so ungeschminkt. Ne? Weil bin ich irgendwie noch zu kaputt für. Also auch das Chaos. Ich habe jetzt normalerweise, zeige ich euch ja nur so das. Oh, da hinten eine Bettdecke, weil der Wikinger hatte Nasenbluten übers Wochenende wohl. Mussten wir erstmal alles waschen. Naja, es ist jetzt hier, da stehen noch die Nähmaschinen und alles. Die Ecke seht ihr sonst nicht. Ne? Da ist halt mein Häkelzeugs, meine Puppe für so Babysachen. Nähmaschinen, Spardosen von den Kindern. Ach, das ist egal, ist ja jetzt nicht wichtig. Ne? Ist halt auch nur ein Haushalt, der chaotisch ist. Ich bin todmüde, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt wieder zu Hause hier, wie man sieht. Ne? Gestern war noch, also auf dem Wollfest war es gestern noch relativ entspannt. Irgendwie waren es wahrscheinlich diesmal nur so die Hälfte von denen, die Samstag da waren, aber es war auch wieder total schön und man konnte dann nochmal ganz in Ruhe gucken, nochmal ganz in Ruhe auch mit den Färbern, mit den Handfärbern sprechen und ja, wir sind dann, Anna von Anna Strickt und ich, wir sind dann noch rechtzeitig, weil wir dann halt einfach auch durch waren, wieder zum Bahnhof gefahren und also zum Hotel, haben unseren Koffer geholt und zum Bahnhof und noch ein Eis essen und dann gab es da wieder Terror mit der Bahn, weil Annas Zug auf einmal irgendwie eine Stunde Verspätung hatte und dann hat sie einen früher genommen, dann musste sie ganz schnell los. Ich bin dann ganz gemütlich zu meinem Bahngleis getapert da und da habe ich dann auch noch jemanden vom Wollfest getroffen, das war sehr nett. Ja, also falls du das guckst, das war sehr nett, sich mit dir zu unterhalten. Und genau, da haben wir die Zeit so ein bisschen überbrückt. Und die wollte nämlich in den Zug, der in den Anna eigentlich auch wollte, ne, der dann so Verspätung hatte. Genau. Und meiner kam dann pünktlich, da war ich auch ganz glücklich. Und wenn ich dann so meinen Sitzplatz im Zug habe, dann bin ich auch ganz entspannt. Vorher bin ich immer sehr aufgeregt und angespannt, weil ich immer denke, oh Gott, bin ich im richtigen Zug, bin ich im richtigen Waggon, wo ist mein Sitz? Und wenn ich dann erstmal sitze und weiß, ich bin richtig und gecheckt habe, okay, der fährt auch wirklich nach Hause, dann atme ich durch. So, und das war dann auch so und da war auch alles gut, aber dann hingen wir irgendwie 20 Minuten in Hannover fest, weil da musste auf Personal gewartet werden, die aus einem Zug kamen, der verspätet war. So. Und dadurch, mein Anschlusszug in Hamburg sollte nämlich um 18.06 Uhr fahren und wir kamen aber erst 18.15 Uhr an. Und dann musste ich eine Stunde warten, also bis 19.06 Uhr, aber das ging dann auch, dann habe ich da ein bisschen gestrickt und an der Socke weiter gestrickt, die zeige ich euch gleich nochmal. Und genau, und dann hat der Mann mich mit den Kindern abgeholt, obwohl es schon sehr spät war, aber das war eine Ausnahme, weil die Kinder einfach noch wach waren, weil die mich abholen wollten. Ich habe mich auch so gefreut, die nochmal in den Arm nehmen zu können. Ich hatte ja schon, war schon ein bisschen traurig, weil ich gedacht habe, oh, wenn die jetzt schon schlafen, wenn du kommst, dann siehst du sie gar nicht mehr. Ne? Ja, gut, das war dann schon ganz gut. Heute Morgen war dann wieder Terror. Der Mann hat verschlafen, weil er dachte, er hat Urlaub. Das war so richtig geil. Und ja, und da war hier so ein bisschen Stress. Frühstück hatten wir dann keine Zeit mehr. Es war dann alles zack, zack, zack. Und dann, ja, jetzt sind sie alle in der Betreuung. Und ich habe jetzt hier erstmal der Wäschekorb, der war so voll, als wenn wir 2 Wochen in Urlaub gewesen wären. Ich habe gedacht, was ist denn da passiert? Jetzt muss ich erstmal irgendwie mich durch die Wäsche durchkämpfen. Ich habe meinen Koffer ausgepackt und alles und eben erstmal was gegessen und mal ein bisschen hier so ein bisschen Ordnung nochmal reingebracht und mir so ein bisschen Plan gemacht. Ich muss mir dann nochmal meine To-Do-Liste schreiben, was ich denn heute alles irgendwie mache. Ich habe ja am Wochenende versucht, ein bisschen mitzuschneiden jetzt und werde mal versuchen, da wieder so einen kleinen Vlog draus zu machen. Ich weiß immer nicht, ob ich es hinkriege, aber wie gesagt, ich versuche es und dann schauen wir mal. Ich wollte euch jetzt auf jeden Fall schon mal zeigen, was ich in Kassel dann so halbwegs noch gestrickt habe und gekauft habe. Und ja, so, ich zeige euch erstmal, wo ich so weiter gestrickt habe. Das war jetzt im Zug. Und als wir abends dann noch so lange unterwegs waren, da bin ich mit der Annie Blues Chunky recht gut vorangekommen. Also ich bin dann tatsächlich so weit gekommen, dass ich hier unten schon mal mit dem Muster angefangen habe. Allerdings habe ich dämlicherweise vergessen, den Markierer zu versetzen, was ich bei dem Muster ja machen muss. Deswegen muss ich da nochmal 2 Runden zurückstricken. Ist jetzt aber nicht so wild, aber das ist ordentlich länger geworden. Genau. So. Aber da hatte ich dann nachher nicht mehr so die Muße zurückzustricken. Da ruft gerade der Mann an. So, jetzt hat der Mann gerade angerufen, weil er was erzählen musste. ja, sehe ich so ganz schlimm aus oder geht das? Das geht, ne? So. Ich war jetzt irgendwie heute Morgen noch nicht so motiviert, mich zu schminken. Also müsste das jetzt so ertragen, wie ich jetzt aussehe. So, genau. Wo war ich? Also genau, Annie Blues habe ich euch einmal gezeigt. Dann zeige ich euch gleich nochmal, die sind nicht angeschlagen. Aber ich habe nämlich die anderen geribbelt, die beiden. Ich hatte ja einmal den grünen aus der Pinta angeschlagen und einmal aus der
Jamie und Claire Färbung von Mutlichkeiten habe ich auch geribbelt, weil das Muster untergegangen ist. Da werde ich mir ein anderes Muster vereinfallen lassen, weil die Färbung echt schön ist. Und die Farbe von der Pinta ist halt auch echt schön. Da muss ich nochmal gucken, aber die gibt es halt nicht mehr, die Farbe. Deswegen hat Paul mir nochmal zwei neue Farben geschickt, die es eben auch noch gibt. Und da werde ich das dann draus stricken. Genau, das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall beim Wollfest. Ich bin hier so völlig durcheinander geraten, ne? Da war es auf jeden Fall schön, eben auch so Podcaster-Kollegen nochmal so zu treffen, die man halt bisher wirklich nur so gekannt hat aus, ja, weil man sie eben gesehen hat im Podcast oder vielleicht mal bei Instagram irgendwie kurz sich ausgetauscht hat. Also ich habe da, also mit Alex von Wool & Forest habe ich halt schön geklönt, das war total schön, und mit Elke von Bohai und ja, mit meiner Steffi von Zauberkunst Garne sowieso. Und Willows Nitz habe ich getroffen, hier die Marion, dann Mabel habe ich getroffen. Marie heißt du, ne? Wie ist denn der richtige Name? Welches das? Ich glaube Marie. Da, tut mir leid, also wenn ich den richtigen Namen jetzt nicht weiß. Aber ich habe den Podcast, hatte ich eine Folge oder zwei Folgen, habe ich mir schon mal angeguckt. Ich komme den ganzen Podcast tatsächlich immer gar nicht hinterher, weil es sind jetzt inzwischen gibt es so viele Podcaster, dass ich da nicht mehr wirklich hinterherkomme und dann gucke ich halt immer zwischendurch immer mal. Ne? Genau, aber auf jeden Fall habe ich mit ihr auch geschnackt noch und das war auch sehr nett und war sehr schön, euch alle kennenzulernen, persönlich auch. Und ja, einige meiner Teststrickerinnen waren halt auch da, das habe ich glaube ich schon erzählt, ne? Die hatten dann auch das Lisanne-Tier an, war total schön. Und genau, jetzt überlege ich gerade. Jenny von Jodrusch Designs habe ich auch ganz kurz getroffen. Ich dachte, du wärst kleiner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke übrigens auch gerade deinen Podcast nebenbei. Ich habe echt gedacht, du bist kleiner, aber du bist ganz schön groß. Und ich echt gedacht, so hoch. Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil du immer sitzt. Aber ich sitze ja auch immer, ne? Aber irgendwie habe ich gedacht, du bist ein bisschen kleiner. Aber du bist irgendwie voll groß. War ich echt überrascht tatsächlich. Bei Sharon habe ich damals gedacht, oh, die ist aber klein. Und bei Jenny habe ich gedacht, oh, du bist aber groß. Ja. Herrlich, war ich total gut. Aber war total schön, also habe ich mich echt gefreut, euch alle live zu sehen. Genau, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich muss gerade mal überlegen. Ich habe so viele, ganz ehrlich, so Wahnsinn, wie viele Menschen ich da getroffen habe. Also echt irre. Genau, bewegtes Christinchen ja auch, der hat ja auch einen Podcast. Da haben wir auch schöne Fotos gemacht. Und ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich euch hier ein paar Fotos einblende. Ich habe bei Instagram auch ein paar gezeigt. Aber ich werde hier zwischendurch auch mal ein paar Bilder einblenden oder auch hinten dran hängen, mal gucken. Oder ein paar Zwischensequenzen machen wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, ich werde Zwischensequenzen machen, weil zwischen diesen Redesequenzen, so. Genau, das war das. Achso, dann zeige ich euch einmal kurz, genau, ich habe das Grün, die grüne Pinta ja geribbelt. Und Paul, der hat mir dann nochmal zwei Farben geschickt. Von der Pinta einmal dieses. Das ist so ein richtig schönes Creme. Und einmal Rost natürlich. Ne? Ich brauche mal so ein bisschen Rost. Ja, und die Pinta ist halt einfach, ne? Das ist eine tolle Mischung. Einfach, die hat einen leichten Glanz, weil da ein Seidenanteil drin ist. Ne? Die hat 60% Wolle, 20% Seide, 20% Rami. Ne? Also es ist eine echt coole Mischung. Und durch dieses Rami ist sie halt auch ein bisschen haarig. Ne? Jetzt ist hier der Akku gleich alle. Das ist natürlich Schiete. Weil ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. Das muss ich mal kurz hier umdisponieren. Einen Moment. So, jetzt loadet er. Aber jetzt wird die Kamera wahrscheinlich bald heiß. Das heißt, muss ich mich ein bisschen beeilen. So, genau. Und dann habe ich mir geholt jetzt und habe ich auch schon versucht, dann den Samstagabend anzustricken, weil ich so heiß darauf war. Also ganz ehrlich, dass ich mal so Bock auf Socken habe, ne? Das hätte ich auch nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe dann... Also mein Ziel war dann ja auch bei der, beim Wollfest nicht unbedingt so Pullover oder Shirtkleidung zu holen, sondern so einzelne Sockengarne, also Sockenstränge, eben für das neue Design oder für Designs danach, weil ich dann auch gedacht habe, okay, dann brauche ich halt nur einen Strang und dann kann ich mir überall ein bisschen was mitnehmen, weil wenn ich mir jedes Mal Pullover kaufe, dann bin ich ja eingeschränkt, dann kann ich ja nicht überall was mitnehmen. Und so habe ich dann gedacht, okay, wenn du überall mal so einen Strang mitnimmst, dann habe ich mehr Erinnerung. So. Naja, auf jeden Fall habe ich dann bei Steffi geguckt, bei Zauberkunstgarne. Und da habe ich zwei Farben gefunden von der High Twist, die mir total gut gefallen haben, die ich mir auch super gut vorstellen kann. Das ist einmal diese hier. Das ist Champagner, die Farbe. Ich weiß nicht, ob die jetzt so gut rüberkommt, aber richtig schön ist die. Und das ist halt die High Twist und das sind 100% Schuhwolle, aber Superwash. Und Handwäsche bei 40 Grad geht. So, das ist einmal diese Farbe, die habe ich noch nicht gewickelt, muss ich noch machen. Und einmal natürlich Mahagoni. Diese Farbe ist die nicht. Und natürlich wieder auf dem Wollwickler von Herrn
von der Manufaktur. Verlinke ich euch natürlich wieder. Genau. Und das ist so diese Farbe. Und die ist halt so passend zu meinem Shirt quasi. Ne? Wobei sie auf dieser Qualität natürlich anders rauskommt. Ich stricke das dann wieder auf meinem Crazy Trio Unicorns von Adi. Und jetzt bin ich da, wo ich hin möchte. Ich habe ja so viele Socken jetzt schon gestrickt und angestrickt und irgendwie immer was gehabt, was mir nicht gefallen hat. Ich hole mal einen Sockenspanner, dann sieht man das besser. Hey. So. So, nehmen wir einmal den. Ich ziehe das dann mal einmal drauf. Es sind ja noch die Nadeln drauf, aber ist ja eigentlich egal, ne? Das müsste ja trotzdem gut gehen. So, und ich hatte ja Samstag dann schon, weil ich so heiß darauf war, ich wollte das unbedingt anstricken. Da war ich so müde und bin total eingeschlafen. Ich musste morgens alles wieder aufräumen, habe ich euch auch schon erzählt, ne? Genau, ich habe ja den Morgen noch was aufgenommen. Muss ich erstmal gucken, ich kriege das schon gar nicht mehr auf die Kette, was ich euch alles erzählt habe. So, und so möchte ich sie dann auch haben. Na, hinten, wie gesagt, das stand ja eh fest, dann die Boomerang-Ferse. Und hier soll es eben dann zwei linke, neben dem Muster, zwei linke Maschen geben. Und das soll halt direkt vom Bündchen aus so ein Übergang sein. Und auf der anderen Seite dann eben genauso. Na, hier ist es denn auch, dieser Übergang. Seht ihr das? Und hier gehen dann auch wieder diese zwei Maschen lang. Und obendrauf ist dann eben das Muster. Und genauso will ich es haben. Da muss ich jetzt entsprechend die Anleitung noch anpassen. Na? Aber mir gefällt das super gut. Genau. Und da bin ich schon am Überlegen, ob ich hier einen Socken in der Farbe, einen in der mache, weil das sieht ja zusammen auch cool aus. Ne? Und das ist ja, wurde mir gesagt, es ist ja total in, jetzt so zwei unterschiedliche Farben an Socken zu haben. Da muss ich nochmal gucken. Da bin ich jetzt nochmal ganz offen. Das werde ich mir nochmal überlegen. Aber die Idee finde ich ganz cool. Auf jeden Fall, ja. Bin ich da jetzt auf dem richtigen Weg. Und dann so, habe ich natürlich noch ein paar mehr Sachen gefunden. Natürlich. Dann war ich bei Ann Riegler. Das ist das Label. Die kommt aus Österreich. So, und da fand ich diese Farbe einfach so schön. Na? Das ist auch Sockengarn. Das ist 100 Gramm und da sind 400 Meter drauf. 85% Schuhwolle, 15% Polyamid. Und das ist die Farbe Plantain. Das ist ja wieder mein Ding. Das war auch ihre coole Visitenkarte. So. Und dann hat sie da so diese Maschenmarkierer dran, so ein paar mehr. War natürlich auch sehr cool. In der Tüte, da hat sie dann auch noch einen Flyer reingepackt und dann gab es noch einen Tee. Na, auch so, ganz schön. Und dann war ich am nächsten Tag nochmal bei ihr. Ging ja nicht anders, ne? Also da habe ich echt gedacht, naja, da habe ich dann nochmal eine Farbe für mich gefunden. Das ist die Farbe Café Olé. Ist sie nicht toll? Ist auch richtig schön, ne? Manche mögen sagen langweilig. Ich finde es halt total schön. Auch zusammen, theoretisch total schön. Ja, und dann habe ich halt für meine Charonne noch was gekauft. Das weiß sie auch noch nicht. Deswegen muss ich gucken, das Wochenende wird dann erst, das Video wird dann halt ein bisschen später hochgeladen, damit das Paket erst bei ihr ankommt. Weil die konnte ja nicht kommen, weil sie ja Probleme mit den Zähnen hatte und das war ganz schlimm. Dann musste sie leider nach Hause fahren. Oh, und ich habe sie so vermisst. Sie hat mir da so gefehlt und ich wusste auch, sie ist garantiert traurig, dass sie nicht kommen konnte. Und dann habe ich ihr bei der Ann Riegler nochmal so ein Miniset gekauft. Da ist das Label nochmal drauf und da sind so diese Farben. So sieht man das besser. Ne? Und das sind halt so, ich weiß, sie mag nicht so gerne Blau, aber sie mag halt so das Grün und so das Blau. Ich weiß, dass einer ihrer Jungs Blau liebt. Ne? Also von daher, aber ich fand eben, die Farben passen gut zusammen. Ne? Und man kann eben diese Garne entweder so für Socken nehmen oder auch zum Sticken. Und sie hat ja nun auch gerade ein Stickbild rausgebracht. Da habe ich gedacht, da passt zumindest das Grün rein. Aber wenn, je nachdem, wo sie es draufstickt, vielleicht kann sie auch mal ein paar blaue Blüten machen. Habe ich mir so gedacht. Oder vielleicht ist es ja auch mal ganz interessant dann für ein neues Stickbild, weil sie will ja da vielleicht sogar noch mehr Stickbilder machen. Na, und genau, dann habe ich gedacht, vielleicht gefällt ihr das. Und dann kriegt sie dazu noch hier so ein paar Maschenmarkierer von Systrene Green. Ne? Genau, das schicke ich ihr dann zu.
Und dann ist sie vielleicht nicht mehr ganz so traurig, dass sie nicht kommen konnte. Hoffe ich mal. So, dann packe ich das da mal alles wieder rein, kurz. Mal alles wieder ordnen. Das auch. Zack. Dann war ich bei, also das war, also war ich bei Bohai, ne, bei Elke. Und am, selbst am ersten Tag habe ich das Gefühl gehabt, da war irgendwie schon alles, also sie hatte da noch unheimlich viel Wolle liegen, aber die war auch schon ganz schön leer gekauft, muss ich sagen. Also die haben da ordentlich Gas gegeben. Und ich musste mir da die Lücken erkämpfen. Ich musste da wirklich, sobald einer weggegangen ist, habe ich mich sofort da reingeschoben und erstmal geguckt, ob ich was finde. So. Und dann habe ich jetzt, weil ich eben nach Sockengarn gesucht habe, weil sie hatte da richtig tolle Qualitäten, aber da habe ich gedacht, ah, da kann ich jetzt aber nicht unbedingt Socken draus machen. Da hängt ein Fussel, Moment. Der nervt mich gerade ein bisschen, gucke ich mir so. Und das fand ich dann halt blöd, weil ich so gedacht habe, oh, da musst du wieder so eine Pullovermenge und ich weiß halt nicht, wann ich es verstricke. Und ich möchte ja Sockengarn kaufen. Ist ja nicht so, dass ich genug Sockengarn habe, aber das ist halt in der Regel sehr bunt und ist halt nicht so für Muster geeignet. Ne? So, und dann bin ich natürlich wieder bei den Exmoor Socks gelandet. Aber diesmal, sie hatte die nur in einer halben Portion. Ich wollte eigentlich gerne ein richtig schönes Grün haben, da hatte sie aber nur einen von. Und dann war da noch so ein, auch so ein Kastanienfarben, aber da hatte sie auch nur eine halbe Portion von. Und ich habe jetzt halt diese genommen. Finde ich auch total cool. Ich weiß noch nicht, ob es auch die Lisande-Socks werden, aber es werden definitiv auch Socken oder Stulpen. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Und die Exmoor-Socks mag ich ja sowieso total gerne und dieser Farbton ist halt auch echt cool, ne? Kann ich auch echt leiden. Ich glaube, den hatte ich sogar schon mal. Ich glaube, den habe ich Sharon geschenkt. Ich hatte, ne? Ich glaube, genau diesen Farbton hatte ich schon mal und jetzt habe ich mir nochmal gekauft. Ja, das hat einen Grund, ne? So, naja. Und natürlich war ich auch, wo war ich? Bei Alex. Und das war ein Ding. Also Alex, die wurde völlig überrannt. Die hat Gott sei Dank genug Wolle mitgehabt. Weil ich echt schon gedacht habe, also als ich da Samstag ankam, da standen die an der Kasse, Arme voll mit Wolle. Ehrlich, die waren so völlig, also alle, draußen gerade Müllabfuhr, ne? Nicht wundern. Völlig überladen mit Wolle, also wirklich so Fades und Sockenwolle und hier Pullovermenge, die standen da alle so. Und sie standen in einer Schlange, die bestimmt 30 Meter lang war, also die war echt, und die standen da fast eine Stunde alle, ne? Weil irgendwie war was mit dem Kassensystem, keine Ahnung, da ging irgendwas nicht richtig und dann ging das nicht voran. Und dann war das aber trotzdem, erstmal war die Schlange unheimlich voll und selbst so an Alex stand, du bist da nicht reingekommen. Also du musstest wirklich irgendwie versuchen, irgendwie, also... Ich glaube, also nee, also ich bin dann erstmal wieder umgedreht, habe gesagt, ich komme später, wenn es ruhiger ist, aber es wurde nicht wirklich ruhiger, also so kurz vor Feierabend, naja, so. Also ich glaube so ab 4, da war es dann ruhiger und da bin ich dann mal hin und dann habe ich natürlich auch was gefunden. Es ist ja nicht so, dass ich auch von Alex noch Wolle da habe, ich habe ja noch 3 Stränge, die ich noch nicht mal, einen habe ich gewickelt, Sockengarn in der Farbe Birke, hatte sie auch da, aber die habe ich jetzt diesmal nicht mitgenommen, aber ich wollte trotzdem unbedingt was mitnehmen, natürlich. Nee, du gehst jetzt mal nicht aus. So, und ich habe jetzt nochmal mitgenommen die Sock in Bronze. Das ist 75% Wolle, 25% Nylon, 425 Meter auf 100 Gramm ist diese Farbe. Passt ja gar nicht zu mir, ne? Ist natürlich voll mein, natürlich passt das zu mir, ist natürlich voll mein Farbschema. Und dann habe ich mir nochmal dieselbe Qualität, also die gleiche, nicht dieselbe, dieselbe und die gleiche, ne? Die gleiche Qualität gekauft in der Farbe Kaffee Latte. Da war ich noch, bin mir auch gleich rein verliebt, ne? Aber da weiß ich noch nicht, ob das Socken werden oder vielleicht doch nochmal ein Tuch oder so. Tuch will ich auch nochmal anwerfen. Ja, schön, ne? Habe ich mir ergattert. Hart erkämpft. So. Und dann habe ich noch Setna getroffen. Das war auch ganz süß. Die ist auch eine Handfärberin. Die hat so ein kleines Interview mit mir gemacht. Das war ganz niedlich. Und dann hat sie mir noch so ein Maschmarkierer geschenkt, so ein Progress Keeper hatte sie dabei, so, das sind so Jacken und ich habe Lila genommen, weil ich weiß, meine Tochter steht total auf Lila, meine mittlere, ja, hat sie mir geschenkt, danke. So, und dann war ich noch bei Semmelin Dyeworks, auch da habe ich natürlich noch Sockengarn. Ich habe noch 3 Stränge in der Farbe Flugrost und noch 4 in einem anderen Farbton, ich habe vergessen, wie er heißt, aber halt gespeckelt. Und ich wollte nochmal so ein Unifarbton und da bin ich ein ganz klein bisschen ausgebrochen, aber nicht doll. Es ist ein Aubergine oder so geworden. Also, wie heißt die Farbe? Little Secrets. So.
Und den finde ich auch sehr schön. Ist natürlich sehr dunkel, aber trotzdem finde ich den total schön und wunderschön aus. Genau. Und dann habe ich mir eine Pullovermenge mitgenommen, beziehungsweise eine T-Shirt-Menge. Und wo? Natürlich bei meiner Steffi. Muss ich gerade mal gucken. Weil. Weil ich so gedacht habe, naja, weißt du, ich meine, klar, ich kriege die Garne, wenn ich mit ihr kooperiere, dann stellt sie mir die zur Verfügung. Hier die Sockengarne, die ich euch gezeigt habe, und dieses hier auch. Na, so, das hat sie mir auch zur Verfügung gestellt, weil ich halt ein neues Design draus mache und dann natürlich bewerbe ich das für sie auch. Aber dann habe ich so gedacht, die Summer Baby Decay, die mag ich halt so gerne. Ne? Ich trage die Shirts rauf und runter. Und einfach so schön, ne? So angenehm, auch an warmen Tagen. Und sie hat wieder so schöne Farben und also es ist nicht die gleiche Farbe, die ich verstrickt habe. Sie ist ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Ich habe erst überlegt, breche ich ein bisschen aus und dann hatte ich gedacht, ja, nimm doch hier Terrakotta oder hier so dieses, ne? Sie kam dann so mit diesen Rosatönen und sagte, die würden mir stehen und das mag auch sein, aber da habe ich gedacht, ich würde es halt nicht anziehen, ne? Weil das halt irgendwie, ich weiß nicht, das passt halt nicht zu dem Rest meiner Kleidung. Vielleicht kommt das irgendwann, aber naja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt nochmal eine T-Shirt-Menge oder es könnte auch eine Crop-Pullover-Menge sein. Von der Summer Baby Decay gekauft, weil ich die einfach so liebe. Oh, das ist so schön, das Garn. Ich liebe das einfach, ne? Und das ist die Farbe Karamellpudding. Genau. Also dies sieht auf den ersten Blick aus wie das Kaschmir, was ich verstrickt habe, immer in das Tee, aber ist es nicht. Das ist ein bisschen dunkler. Aber es ist doch sehr ähnlich, ne? Aber es ist egal, weil ich liebe einfach diese Farbe. Und das passt halt so toll zu meinen braunen Hosen und auch zu den grünen Röcken und zu dem gelben Rock. Und es passt halt einfach überall zu. Genau. Und, Entschuldigung. Seit Wochen, seit Jahren nicht. So. Genau. Und das habe ich mir einmal mitgenommen, das habe ich auch selbst gekauft, weil ich sage, ich gebe hier überall bei allen anderen Geld aus, dann kann ich bei dir auch Geld ausgeben. Ne? Und so ist es ja auch. So, und da freue ich mich sehr drüber. Achso, das packe ich mir mal alles wieder ein hier. Das tue ich da mal mit rein und das auch. Und da muss ich mir mal einen Plan machen, was für Socken ich daraus mache. Genau. Dann habe ich mir was gekauft, auch total cool, war ich echt beeindruckt. Da war so ein Stand mit so natürlichen und selbstgemachten Lipgloss, Fußcreme, Deo-Cremes, Lotionen und so. Und da habe ich mir einmal so die Deo-Creme mitgenommen, in Lavendel, also es riecht nach Lavendel. Jetzt zeige ich mal, wie das aussieht. Das riecht so toll. Das ist halt so, ne? Sieht eigentlich aus wie so ein Lipgloss und das macht man sich dann. Das soll wohl den ganzen Tag halten. Ich werde es testen. Mal gucken. Das soll den ganzen Tag anhalten und man soll da gar nicht so viel von brauchen. Also sollte diese Dose dann eigentlich, also die hat 6 € gekostet, das fand ich okay. Na, wenn sie denn lange hält. Und dann habe ich mir einmal die Fußcreme mitgenommen. Nehmen sie aber wahrscheinlich, ich werde sie für die Füße auch probieren, aber ich werde sie auch wahrscheinlich überwiegend für die Hände nehmen, weil ich habe das da nämlich auch getestet, dass ich mir die Hände damit eingecremt habe. Und das war erst so ein bisschen rau, aber da ist halt so ein, auch so ein Wachs drin irgendwie. Und, das, und sie sagte auch, das muss man nur einmal am Tag machen. Also das macht man dann morgens und dann cremt man das so ein und dann kann man zwischendurch auch Hände waschen mit Seife und alles, aber die Hände bleiben dann weich. Ja, und ich habe das dann mittags bei ihr gemacht. Und wirklich hatte ich nicht mehr das Bedürfnis, danach eincremen zu müssen. Also, und dann habe ich mir die natürlich mitgenommen. Und ich, weil ich sehr trockene Füße habe, seitdem ich 3 Kinder irgendwie ewig lange gestillt habe, habe ich das Gefühl, ich bin völlig ausgetrocknet, immer noch. Und genau. Und da werde ich jetzt für die Füße und für die Hände nehmen und probieren. Und dann zur Not, wenn es wirklich gut ist, werde ich es nachbestellen. Das ist nämlich die Naturtante. Das ist auch immer der Flyer. Und das kann man halt auch online bestellen, ne? Das sind ein bisschen die Produkte drauf. Naturkosmetik, naturtante.de. Ich verlinke euch das unten mal, da könnt ihr ja mal ein bisschen stöbern. Ich werde berichten, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, die Handcreme, also als Handcreme muss ich sagen, an dem einen Tag fand ich das sehr angenehm. Ich muss mal gucken, wie das auf Dauer ist, das werde ich testen. Hat beides 6 € gekostet. Ne? Also so sind zwar unterschiedliche Größen, aber es hat jeweils 6 € gekostet. Das fand ich jetzt okay. Ne? Das ist, wie gesagt, es ist Hand, also es ist ja selber gemacht, es ist vegan. Also zumindest die Fußbutter, bei der hier steht es nicht drauf. Kann aber auch sein, weiß ich jetzt nicht.
Aber ja, und Deo-Creme habe ich jetzt noch nicht getestet, das werde ich mal testen. Da werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Weil ich benutze nämlich sonst immer Rexona. Da kostet inzwischen auch schon 3 Euro, aber ich komme mit der trotzdem. Mit Rexona komme ich gut 2 Monate hin. Wenn ich mit der genauso oder länger hinkomme und das aber angenehmer ist und man da überhaupt nicht schwitzt oder so, dann werde ich mir das nachbestellen. Mal gucken. Also ich werde es mal testen. Also ich fand das sehr schön. Und ich glaube, jetzt habe ich euch auch alles gezeigt. Ach so, was fertig geworden ist, habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Das ist nämlich am Donnerstagabend fertig geworden und dann habe ich es gebadet und übers Wochenende jetzt trocknen lassen. Ja, er ist fertig fürs Ziegler. Ich muss noch die Fäden vernähen. Aber das ist der Lisande Kids für die fürs Äffchen. Nicht fürs Zieglein, fürs Äffchen. Ja, oh, so schön. Aus der Big Bio Balance vom Bezegern. Ja, das wurde mir zur Verfügung gestellt. Ich bin mal gespannt. Also man sieht, na, ich muss halt hier die ganzen Fäden muss ich noch vernähen. Dann müssen wir noch Fotos machen. Aber das, ups, das ist auch fertig geworden. Und dann muss ich mal gucken. Ich kriege jetzt von Edna nochmal die Cecilia, weil ich nämlich da auch noch ein Tee draus stricken möchte. Für die Kinder und für den Wikinger noch ein Pullover. Genau, weil der erste war ja zu klein. Oder wird es doch ein Tee? Ich weiß noch nicht. Vielleicht wird es auch ein Tee. Aber der kriegt auf jeden Fall noch eins, eine Nummer größer. So, genau. Das war es jetzt von mir, vom Wochenende. Hm? Also ich werde versuchen, so ein bisschen das vlogmäßig zusammenzuschneiden. Das war, wie gesagt, so der Haul, sag ich mal, was ich da so geshoppt habe. Und nochmal so die letzten Erzählungen. Und genau. Dann denke ich mal, also es ist jetzt der Montag nach dem Wochenende, ne? Also ich werde das Ganze in Ruhe schneiden. Ich habe ja erst Donnerstag was hochgeladen, ne? Also entweder Ende der Woche oder nächste Woche wird das hochgeladen, da schauen wir mal. Da stresse ich mich jetzt nicht, aber genau. Ansonsten freue ich mich, viele von euch getroffen zu haben. Es war so, so schön, auch mal so die Gesichter zu sehen, die, mit denen die ich die ganze Zeit voll quatsch, ne? Weil ich sehe euch ja, ich quatsche euch ja immer nur voll. Also von daher war es schön, da mal ein paar Gesichter zu haben. Und ja, und dann hören wir uns und wir sehen uns und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis bald. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon.